Oh Gott, nein. Diese Gegner, wenn sie in Feuer reingehen, werden sie um einiges stärker. Deswegen ist es recht unpraktisch, wenn sie in Feuer reingehen können. Aber momentan sind die so OP, dass es uns auch nicht mehr viel ausmacht. Wollen wir eine Bombe öffnen? Ach komm, wir haben dann unsere Superbombe noch. Ja, noch benutzen sollten. Oh, kein Super Secret Room. Noch ein Speed-Up. Ist sowieso nichts mehr. Oh, kein. Bossraum. Ah. Ja, ich wollte eigentlich mit den Secrets lösen, aber da konnte ich nicht viel machen, weil die so schnell sind. Ach, ich fliege nicht mehr. Caves 2. Ich könnte jetzt theoretisch zwei Treasure Rooms auslassen. Aber eben, ich weiß nicht, ob das was nützt. Autsch. Ich mach's einfach mal. Das hier kein Treasure Room. Aber den Shop kann ich betreten. Stirb doch einfach noch kurz. Der macht das alles robotisch. Also das kostet nur noch 3. Das kostet noch 2. Das andere kostet jetzt immer 7. Kann man auch kriegen von Greed. Ne, warte mal, hier oben war doch dieses Teil. Ja, war es. Ah, das könnte nervig werden. Ich darf in die Zecke nicht reinlaufen. Ich würde gerne die Zecke irgendwie loswerden, aber ist nicht so gut möglich. Oh, das ist auch ein geniales Item. Das behalte ich lieber. Das macht jetzt die Wahrscheinlichkeit für Karten erhöht wird. Und er will keine Karten. Jetzt kriegen wir den goldenen Schlüssel. Das brauchen wir noch so extrem auf dieser Ebene. Oh. Komm. Geh auf mir. Okay. Nochmal angreifen. Okay. Sterben dadurch. Holy Raum! Der ist sehr selten. Und da gibt uns die Bibel. Das ist angenehm, die kann ich euch zeigen. Die wird uns noch von Nutzen sein. Mir ist die Frage, will ich dann gleich versuchen? Ja, versuch's, also gehe ich direkt zum Bossraum. Darf einfach keinen Schaden erleiden. Keinen Schaden erleiden. Ich habe noch für eine kurze Zeit Unbesiegbarkeit, das darf ich nicht vergessen. Hätte es noch länger überlebt hätte, noch hochgegangen wäre, wäre ich im Arsch gewesen. Weil also, ich gegen die Scheiße bin. Deswegen riskiere ich lieber mal nichts. So, und jetzt. Oh ne! Ich bin am Arsch. So ist richtig. Ich mag den Gegner überhaupt nicht. Ah gut, dann haben wir es eigentlich so gut wie geschafft, weil der ist nicht mehr wirklich schwer. Und dann bin ich schon fast durch. Little Chat. Ah, mit dem Teilchen kann man fliegen und Dash-Angriff machen. Ich nehme es einfach mal, weil ich es einfach kurz genommen habe. Und also ich fliege jetzt und ich kann dashen. Für einmal, für ein paar Räume. So, jetzt muss ich noch schnell zum Bossraum kommen. Oh, das könnte nervig werden. Das könnte nervig werden. Das könnte richtig nervig werden. Sterbt einfach mal ein paar.
Wenn mehr von denen tot sind, desto einfacher wäre es logischerweise. Ich habe richtig Angst, dass ich das nicht schaffe. Dammit! Ach, gut. Was versaut. Vielleicht hätte ich den Seiten nicht vorbenutzen sollen. Ah, das war Pech. Das war richtig Pech. Egal, wir schließen sich ganz schnell ab. Und noch groß was freizuschalten. Ich wollte sowieso sehen, ob es möglich gewesen wäre. Und ich kann ja langsam immer noch freischalten. Wenn ich sowieso nicht alles machen kann, ist es ja egal. Der Tower macht einfach großes Buben. Also so wie die wie das Kochbuch. So. Jetzt hätten wir es theoretisch geschafft, weil ich halt das Item aktivieren kann und es tut. Okay, Samsung ist reich, das. Ich weiß, dass du positiv bist, ich weiß, dass du positiv bist. Okay, positiv oder gar nicht, das ist Luck Up. Das ist Health Up. Ich hätte vielleicht warten sollen, wie es das Teil runter zerstört wird, aber naja. Ich kann fliegen, das ist wegen der Bibel. Die macht, dass man fliegen kann und one-shottet Mom. Der Grund ist, dass one-shottet, habt ihr Epilog gesehen. Jetzt sind wir im Wurm. Ja, wenn man es übersetzt, dann ist das nicht gerade das Angenehmste, aber. Es ist einfach von hier an machen alle Gegner ein volles Herzschaden. Also alles macht volles Herz, kein halbes Herzschaden mehr. Und ja, es gibt einfach so mehr nervige Gegner sozusagen. Ich mache wirklich überhaupt keinen Schaden. Der Fool mit Fool kommen zurück an sein Anfanggebiet. Oh, mit dem könnte ich. Das kostet jetzt zum Beispiel auch ein Herz, würde ich es aktivieren, aber ich weiß, vielleicht aktivieren. Ich fliege ja nicht mehr, ich vergesse das jedes Mal. Der Bettler. Er gibt also auch Items. Manchmal. Wenn man genügend Geld gibt. So wie der Herzbettler, nur gibt er andere Items. Also vor allem andere Schlussitems. Ich muss gucken, ich muss die Bibel noch hoch voll bekommen. Natürlich werde ich getroffen. Ja, das werde ich schon wieder getroffen. Ja, einfach genügend Herz, dass es eigentlich gar nichts ausmacht. Aber trotzdem bin ich nicht so glücklich darüber. So, der eine ist tot. Da sind wir Bomb XXL, wirklich. Ich habe gesehen, dass es ein XL-Raum ist. Das heißt einfach, es gibt, ist doppelt so groß. Hat normalerweise zwei Treasure Rooms. Da wir momentan im Bomb sind, wo es keine Treasure Rooms mehr gibt, ist es uns scheißegal. Und hat zwei Bosskämpfe. Der Typ hier ist ähnlich wie der Krampus, nur verfolgt er einen kurz und nachher schießt er mit dem Laser, nachdem er genügend Schaden genommen hat. Und da wir so extrem viel Schaden machen, ist es logischerweise dauert es Ewigkeiten, bis es einen Laser abfeuert. Und irgendwann wird er dann verdoppelt, nachher sind es zwei kleine, die genau dasselbe machen wie er vorhin. Sehr nervig werden, wenn man da sich selber verbaut und nicht ausweichen kann. Oh, das hätte ich jetzt gedacht, das hätte mich getroffen. So, da bist du wohl wie tot. Wow. Das Zeichen macht, wenn man noch ein halbes Herz hat, dann wird man so groß wie ich momentan bin und der Schuss wird extrem stark. Aber eben halbes Herz, das habe ich nicht wirklich. Komm schon, hier einfache Gegner. Ich hasse diese Gegner, diese, die am Boden entlang gehen. Die gehen einfach durch den Boden, verfolgen einen und gehen dann wieder zu. Oh, das ist super, sich mit Spuren gut geöffnet. Die anderen Gegner hier sind einfach. Die springen einfach, machen dann diagonale Schüsse oder schießen einfach einmal mit meinem Teil nach oben. Ja, das Teil brauche ich jetzt extrem. Und weiter hoch, und weiter hoch. Das ist Moms Herz, das beschwört immer Gegner, aber wir können es one-shotten, das seht ihr dann später. Ah, Judas verlockt man, indem man hier reingeht. Jetzt könnten wir hier das abschließen.
Oder was ich es lieber machen will, ich will gleich zum Satan gehen. Das Book of Belion ist von Judas. Wir hätten auch theoretisch schon beenden können, aber wir gehen jetzt Richtung Satan und töten kurz Satan, wenn wir es schon können, oder? Satan finde ich ein nicht wirklich schwerer Gegner, aber ich habe momentan überhaupt keinen Schaden, also könnte es vielleicht doch schlecht enden. Ich werde es ja dann sehen. Ich muss ja theoretisch sowieso noch 100 Mal sterben, um mein Item freizuschalten, aber ja. Diese Gegner sind genau gleich wie die anderen Knights, einfach dass sie schnell sind. Was extrem nervig ist. Oh, das gibst du mir. Lava, es gibt zwei Herzen, kann ich gut brauchen. Das machen gibt einfach zwei Leben. Ah, vielleicht hätte ich unten durchgehen sollen. Ja. Da spare ich mir ein paar Räume. Wenn es noch geht, also die haben das auch rausgemacht. Hier haben wir sie nicht. Ja, und hier haben wir ein Doppelgreed und ein Teilchen, das macht, dass uns diagonal abschießt. Also einfach, es geht genau auf die gleichen Bögen wie wir. Nur er fliegt, das heißt, wir können nicht in die Stachel reinlocken. Sollte uns nur selber töten. Und natürlich brauchen wir auch noch ein Doppelgreed, oder? Das ist eigentlich einer der schlimmsten Räume, die es in dieser Ebene gibt. Und wenn ich nicht angreife, schieße ich auf den Kran, wenn ich schieße, dann schießt er auch. Merkwürdigerweise machen wir richtig rum, manchmal nicht. Und jetzt kann man einfach dorthin gehen. Und jetzt kann das Cube of Meat dann kurz töten. Was ist das? Das gibt uns in den Secret-Raum. Nein, naja, das würde uns in den Treasure-Raum gehen lassen. Aber gibt es ja nicht. Deswegen ist es einfach null Teleportation. Ich will nicht riskieren, dass ich wo lande, wo ich nicht will. Ja, und der Gegner kennen wir ja noch. Es ist ein normaler Gegner geworden in diesem Gebiet, was ich auch so voll toll finde. Weil ja immer noch so extrem viel Schaden machen. Immerhin sind wir schnell genug. Wie gesagt, zum Anfang. Du solltest eigentlich theoretisch so gut wie tot sein. Komm, du stirbst doch jeden Moment. Dankeschön. Du dann auch. Gut. Noch eine Gratisbombe. Wir brauchen sowieso keinen Schlüssel mehr. Mal gucken, was wir hier so kriegen. Empress bringt und Empress. Ah, das ist uns ein Upgrade. Das könnte ich gut brauchen, wenn ich richtig bin. Und hier ist das Satan. Ja, das ist eben das Item, was wir auch haben. Und der Typ hier macht zuerst mal den. Den kennt ihr alle noch. Von ein paar Räumen gerade vorher. Und ihr seht, wir machen einiges mehr Schaden. Deswegen finde ich es einiges praktischer, als zwei Leben wieder zu kriegen. Weil wenn man keinen Schaden hat, nimmt man mehr Leben weg. Also stirbt man einfach. Ja, und das ist logischerweise nicht alles. Er hat mehrere Stufen. Und zwar kommt der jetzt hoch. Der schießt dann immer hier oben. Ich kann auch mal durchgehen. Er schießt dann Laser, wenn wir unten durchgehen, außer er schießt eben gerade oben. Und sonst ist es eigentlich nicht besonders schwer. Diese Stufe hier. Und die letzte Stufe ist ganz einfach. Und zwar ist einfach. Er stampft. Das Nervigste an dieser Stufe ist eigentlich, dass diese Typen dort spawnen. Sonst wäre er absolut lächerlich. Ach, wir haben eben den Homeshot. So, er wurde besiegt. Ihr seht, Satan ist nicht besonders schwer. Und das ist jetzt Ende, weiß ich was. Und Isaac ist in die Kiste geflohen. Ja, das war das Satan-Ende. Ich glaube, aber von hier an ist alles wieder genau dasselbe. Ja. Ich sehe, das Spiel ist nicht besonders schwer momentan. Später, wenn man ein Blue Baby kommt, ist es extrem schwer, aber hier ist es eigentlich noch ein Kinderklacks.
Was ist Blue Baby? Wir werden noch verstehen, warum. Es kann auch sehr einfach sein, gegen das Blue Baby zu kämpfen, aber da braucht man die richtigen Items. Ohne Items schwer. Ich hab's mal geschafft, mit einem Leben es zur zweiten Stufe zu ringen. Und ich glaube sogar bis fast zur dritten, aber dann irgendwann wirst du einfach getroffen. Du kannst nichts wirklich machen, vor allem wenn der dann anfängt zu beginnen zu spawnen, aber das seht ihr dann später auch. Jetzt seht ihr hier noch ein paar mehr Gegner. So ein paar Bosse, die man vorhin noch nicht gesehen hat. So, die wir noch gar nicht kennen, Gerd Junior kennen wir auch noch nicht. Der Carrion Queen kennen wir auch noch nicht. Loki haben wir gesehen, aber einfach nur den normalen. Die kennen wir beide noch nicht. Mom haben wir kennengelernt. Die kennen wir jetzt auch schon ein paar, also einen oder zwei. Also dann, ja gut, halbwegs zwei. Die kennen wir noch nicht. Mom's Heart habt ihr nur kurz gesehen und Isaac. Ja, ja. Oh, ein gebrochenes Herz. Und so haben wir ein Kristall freigeschalten. Wir haben 47 Items, vorher haben wir 35 gesehen. Ich habe nicht mehr alles geholt. Ja. Das Ende 1 können wir jetzt einfach noch kurz sehen, da wir einfach mal noch komplett abgeschlossen haben. Ja, das war einfach zu zeigen, dass wir Judas freigeschalten haben. Und ja, es gibt auch noch ein paar andere von denen. Ich glaube, dieses Ending hier ist auch anders. Ein paar andere Gegner sind eigentlich die, die wir mehr gesehen haben. Das vorher waren mehr die Gegner, die speziell sind. So ein bisschen stärkere Version der anderen. Also der stärkeren Version der Gegner, die hier jetzt gleich auftauchen. Der Bosse. Und zwar sollten die jetzt gleich kommen. Nach dem vielleicht? Nö. Okay, Meat Boy. Das sind die Miniboss. Jetzt kommen da einfach die. Die haben wir beide schon gesehen. Jokofly ist noch nicht, der ist aber recht einfach. Gemini. Chop haben wir gesehen. Peep auch. Fistula haben wir nicht gesehen, nur die kleinere Version davon. Gertie haben wir gesehen. Loki, diesen haben wir gesehen. Monster 2 noch nicht. Pinne. Haben wir gesehen, wie du auch, der Husk noch nicht, diese Typen haben wir gesehen und die kennen wir, haben wir auch nicht gesehen, dann kommen wieder diese Gegner, den Headless Horseman haben wir gesehen, aber Ratchet auch. Mask of Infamy ist recht nervig. Beide nicht gesehen. Ja, das ist jetzt dasselbe, das ist voll flau, und die selten kommen nicht genau aufpasst beim Anfang von den anderen. Satan haben wir auch gesehen, stell dir vor. Skolex ist nicht so schwer. Jo, das war es dann mal für dieses Mal. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.